herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu etwas vollkommen anderem. Also, zu etwas vollkommen anderem. Also zu etwas komplett vollkommen anderem. Was auch immer ihr jemals konsumiert habt, das ist etwas komplett anderes. Katamari Damashi hier in der Reroll-Variante für die PS4, während ich mich schon sehr auf die Reload Katamari Reroll-Version freue und noch mehr auf die irgendwann erscheinende Katamari Forever. Es sind Pandas! Und sie tanzen! Und dann wachsen überall Pilze! Und das Universum, der König des Universums mit dem Universum, fliegt einfach vorbei. Wir fahren im Auto. Ich liebe dieses Spiel. Ich muss von den Zombies runterkommen. Und deswegen, hallo Prinz, das sind wir. This is the King, das ist er. Long time no see. We thought today would be a good day for rolling the Katamari. The where the first rolls, the second follows. Roll, roll, roll. For that part of the song. Bla bla blub blub blub, erzähl mir doch nicht, ich kenn mich doch aus. So. Roll forward, roll to the right, roll to the left. Roll backwards. Und natürlich jetzt gut schön. So, next. Ich will einfach mal von vorne anfangen, deswegen. Müssen wir uns kurz um dieses Tutorial kümmern. Look around. Schau mal. Und natürlich der Kick. Das ist mit das Wichtigste. Master Hit already for real. Who are you? All shook up, all amazed. So. Die Story. Der König ist betrunken und macht den Kosmos kaputt. Ich weiß nicht, ob er betrunken ist, aber er macht auf jeden Fall den Kosmos kaputt. Und jetzt müssen wir neue Sterne und Planeten rollen. Und dass ich mir da überhaupt die. No, it was indeed not a dream. We really did it. The king of all cosmos had really done it. A sky full of stars. We broke it. Yes, we were naughty, completely naughty. So very sorry. But just between you and us, it felt good. Not that we can remember very clearly, but we're in all nature's embrace. We felt the beauty of all things and felt love for all. That's how it was. Did you see? We smiled, a genuine smile. Did you see? The stars splintering in perfect beauty. So many there used to be. Almost a nuisance. Now there's nothing but darkness. Hey, 'tis but a dream. But a beautiful one. But that miraculous, fabulous moment has passed. It's over. We came to and found everyone furious. Even the king of all cosmos was not spared by their wrath. Really, everybody was irritated. So anyway, here we prince. Hurry up and bring back the glorious starry sky. Und das ist im Prinzip die Story, nur noch mal ein bisschen mehr. Sending things to Earth. So, here we are, Earth. Full of things as usual. Ack, so small, you're as small as ever.
Genau, wir starten auf 5 cm. Und ja, komm, Lavahand. Ich weiß, ich muss irgendwie 10 Meter schaffen oder so. Den riesigen Slack. Indem ich einfach aufhöre. Ja, und darum geht's halt. Man rollt rum und rollt Dinge auf und diese Dinge bleiben an unserem Katamari hängen und werden dadurch auch klebrig und dann wird noch mehr hängen. Und dann können wir noch mehr rollen und dann werden wir langsam immer größer. Und Sachen, die wir jetzt noch nicht rollen können, können wir dann rollen, wenn wir größer sind. Und so geht das. Das Ganze steuert sich wie GTA 6 vor dem allerersten Patch. Das heißt beschissen, aber das ist Teil des Spaßes, da so ein bisschen gegen die Steuerung anzuarbeiten und versuchen Stuff zu sammeln. So, jetzt sind wir ein bisschen größer, ein bisschen schneller und können. Oh nein, wir haben Sachen verloren. Aber das macht nichts. Können mehr Schüssel auf. Am Anfang muss man noch sehr präzise sein, am Ende reicht es wirklich, wenn man einmal komplett durchgegeben wollte. Und alles mitnimmt. Und bevor jetzt der erste Angst hat, nein, ich spiele dieses Spiel jetzt nicht komplett durch. 10 cm. How goes it, Prince? How's Earth? Huh? Huh? Wow. Wir mit 10 cm Katamari. Oh, how fabulous. Let's go home for now. Ich mache das nicht ein komplettes Let's Play. Ich möchte bald mit dem nächsten Dead Rising anfangen, aber bis dahin habe ich jetzt hier heute noch ein bisschen Zeit und wollte noch ein bisschen zocken und dann kann ich gleich auch den Stream mit laufen lassen. Jetzt so hinterher wird ein bisschen bewertet, was Hammer, wie viel Hammer, was ist das meiste. Wirklich, ich habe einen Pudding zusammengerollt. Ja. So hundertprozentig bin ich nicht durchgestiegen, was nach welchem System dann auch Es ist halt einfach Nonsens. Das ganze Spiel ist komplett Nonsens. Das, was er erzählt, ist Nonsens. Und meiner Meinung nach ist auch das Bewertungssystem komplett Nonsens. So, 20 cm in 7 Minuten. Ah, hier sind kleine Ameisen, die Sachen transportieren. Das ist nett.
im Moment sind wir hier noch komplett oder ausschließlich im Zimmer unterwegs. Und irgendwann wird sich das dann auch noch ändern und dann dürfen wir raus. Dann, aua, wird deutlich, wie abgefuckt diese Welt eigentlich wirklich ist. Oh nein, jetzt hab ich mal irgendwas raussteht. Ja, okay, so ist es besser. Dann diese japanische Musik, die noch dabei spielt, ein bisschen erfüllt. Jetzt kann ich das Essen aufbauen. Nächste Mal. Würstchen, Kirschen, alles mit. Diesen Ausdruck haben wir noch nicht. Magneten haben wir. Schnecke kann ich finden. Ja. Dann nehme ich noch die hier mit. Oh, ich kann raus. Schau mal. So, Garten. Seifen. Zwei Schrimps. Socken, die aus irgendeinem Grund stehen. Und ich bin so groß wie 46 Monster Chunks. Was für eine interessante Geschichte. So, das Song ist erfüllt. Und jetzt kann man einmal richtig schön ein Häuschen noch mitnehmen. Und schauen, wie groß man ist. Und schon fühlt sich das an von. Oh, was habe ich für ein Problem gemacht? So. Jetzt noch mal rein und hier alles mitnehmen an dem Wand hinein. So funktioniert das gut. Jawohl, okay. Mal auf den Tisch. Woran hänge ich hier?
schau mal die ganzen Karten, das hat jetzt einen guten Schwung gebracht. Happy New Year! Oh, der war das auch. 30 Zentimeter. Ja klar, ich verliere auch wieder einiges. The Cash Stash! Die Messer wachsen. Ja, und noch mehr durch die Tomaten. Eine Minute noch left. Das ist jetzt nur noch so Fun und so ein bisschen auch Highscore, aber. Zentimeter geschafft. Yay! Roll Rainbow! Und ein Millimeter. Move to Tears. Das ist doch schon. Guess what? Guess what this is? The thing that we collected most of us is stationary. Deswegen ist es jetzt ein Homework. Ich habe den Stern Homework gebaut. So. Ja, das ist die Art Zwischensequenzen, die wir kriegen. Winter Scarf. Ja, das sind so optische kleine Sachen, die irgendwie sonst nichts weiter bringen. So, Make a Star Nummer 3. Und was haben wir hier? Make Cancer. Das ist die Konstellation gemeint, nicht die Krankheit. Hoffe ich. What is it? Something's not quite right. Looks yummy. Um den leckersten Cancer zu machen, brauche ich natürlich Krabben. Alles andere. Man startet hier jetzt schon ein bisschen größer. Also nachher wird es natürlich der ganze Scale absolut ridiculous. Ein wirkliches von ganz klein zu ganz groß Level gibt es glaube ich nicht. Aber das ist dann in den späteren Spielen, glaube ich, erst so der Fall. Das ist so das Abschätzen. Kann ich das mitnehmen? Kann ich es nicht mitnehmen? Thank you.
Das heißt, ich kann sie aufnehmen. Nee. Ja, Spider-Man. Bin noch angekommen. Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier alles. Genau in der Ecke. Ja.
Schienen hoch. Ach, verdammt. Hinten bringt dann, glaube ich, nichts, ne? Weil ich nicht mit dem gesamten Katamari rücken kann. Kann ich das T-Shirt zumindest jetzt nehmen? Jawoll. Verliert man auch wieder ein bisschen was. Aber das, was man verliert, kann man auch wieder einsammeln. Deswegen ist das alles eigentlich ganz dramatisch. Da oben komme ich noch dran, oder? Na, theoretisch. Nee, das sollte dann hier. Da, da sind noch welche. Siehst du, die zwei, die musste ich noch. Whee, that looks delicious, but also slightly disturbing. Tja. Let's take the yum yum rainbow back. 113 Kraft. Wow, 113, also 84%. Okay. Ja. Passt, passt, passt. Na, siehste. Boa tarde! Have you ever been to Portugal? We were there yesterday! Ey, das ist so random, Alter! Es ist so unfassbar, unfucking fassbar random! Sending things to Earth? Today you'll be rolling around the town! Around about 50 cm soll ich ihn kriegen. Ich fange mal mit dem Klacks an, mit den Gabeln. Halt auch so japanisch. Alles ist japanisch, das Spiel ist japanisch.
Schurke! Nicht von der Katze andotzen lassen, dann verliert man jetzt. Ein Fireworks-Display! Schlappe, alte Schlappe. Ah, das Auto mit dem Pizzarad. Ich meine, das sind Sachen, die muss ja jemand platziert haben. Das hat sich jemand mit einem Konzept überlegt. Jetzt habe ich ein paar Prügel in die Schlacht. Kitty Bucket. You are as big as 14 of seeds. Up, you just got smaller. Ich weiß, ich habe wieder ein bisschen was verletzt. Oh, oh! Come on! Nein! Einfach durch! Wieso passe ich da nicht durch? So, jetzt aber. Jetzt kann ich den Fisch nehmen. So, darauf habe ich die ganze Zeit hingearbeitet. Ich bin hier hoch, yay! So, 70 cm, das ist jetzt schon ein ganz anderer Schnack, was man hier jetzt alles machen kann.
Pizza auch mitnehmen? Ja, ich hab die Pizza. Noch ein Fisch. Oh, die Katze rennt weg. Das heißt, jetzt ist die Katze. Auch ein Satz, den man so ein Satz, der so nicht häufig gesagt werden sollte. Oder ich habe eine Katze. Mehr Schlappe. Walkie-Talkies. Radio. Wo ist noch ein bisschen was? Für Leute hat es nicht ganz gereicht, aber ich kann die Karotten noch fahren. Nächste Mal. Und so wird es immer größer und der Rundane Ranger bringt uns zurück. Wir haben Rooftotiers bei der Sonne. Cooking. Das heißt, folgerichtig habe ich eine Mikrowelle gebaut. Nee, ほほほ、そんなことがあるものですか。さあ、タクシーが来ましたよ。 本当に言ってたのにな。なあ。 Töbi könnte nicht. Tja, die Eltern wollten es wieder nicht glauben, aber der Junge ist da was auf der Spur. Das darf ja auch mal was noch was. Würde ich sagen, einen vierten Stern können wir noch machen. Und dann reicht es auch erstmal wieder. Wie gesagt, das wird hier kein richtiges Let's Play in dem Sinne, sondern wenn ich vielleicht nach einem richtigen Let's Play, das ich immer aufnehme, noch ein bisschen Zeit und Bock habe, dann könnte man immer wieder mal so ein, zwei Level reinschieben. Aber Katamari ist so groß wie zwei Watermelon Slices. Dann schau her. Der braucht so viele Raketen. Vor allem, die Menschen reagieren ja auch nicht darauf. Ich hab keine Ahnung, was in dem vorgeht. Parsley. So, das ist jetzt alles schon sehr knuffig und so. Aber jetzt stellt euch nur mal für einen Moment vor. Dieses Spiel Unreal Engine 5. Fotorealistische Objekte. Ah, ein Schuss. Ich bin irgendwo hingefallen. Ja,
passieren lässt. Ton ist noch zu groß. Was ist denn hier alles für drei gerollt? Ich glaube, ich bin noch zu klein für hier draußen. Irgendwie sind das alles Sachen, die auch später relevant werden. So. Paperbacks. Das hat jetzt schon mal keinen Schwimmkraft gemacht. So groß wie 5 Moskito-Coils. Naja. Hier bin ich richtig, hier hätte ich den sollen. Küche. Für den Switz und den. Ah ja. Oh ja. So, 40 cm. Das ist noch ein Ding. Jetzt kann ich die Bärchen auch oh, auch die Blumen, auch die Blumen. Sehr gut. Red Morning Glory. 136 Morning Glory. Das wirkt ja fast wie amerikanische Einheiten. This is a deer. It is as big as a bike and weighs 200 hamburgers. So, was ist das? Kinderzimmer oder so? Ich weiß, dass ich voller Bärchen. Nein, 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 nein.
32 Mikrofone. Was geschieht doch? So. Safe und das war's. Yes. Safe complete. Mit dem OS. See you again. Und dem möchte ich mich anschließen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bye.